Umstellung der Schaffhauser Stadtbusflotte auf Elektrobusse. Grüezi miteinander. Als Projektleiter VSBH begrüße ich Sie ganz herzlich. Wir sind in voller Fahrt in unserem Elektrobusprojekt. Ab Januar 2020 haben wir mit der Realisierung gestartet. Seit letztem Herbst sind 2 Elektrobusse im Einsatz. Bis Ende 2021 werden das 15 sein. Aus dem bisherigen Projektablauf greife ich diese Themen auf. Ausgangslage und Lösungskonzept, Vorgehen und Change Management und Zusammenarbeit mit Irisar. Also, was ist die Ausgangslage? Wie sieht das Lösungskonzept aus? In Schaffhausen haben wir ideale Voraussetzungen für Elektrobusse mit Batterie- und Schnellladesystem. 6 von 7 Buslinien verkehren per Bahnhof. Jede Linie hat 2 Äste. Jeder Bus kommt so 2-mal pro Stunde beim Bahnhof vorbei und der Bahnhof hat Hubcharakter. Das heißt, die Fußgänger, Passagiere können dort umsteigen in andere Stadtbusse, in die Regionalbusse oder auf die Bahn. Diese Umsteigzeit ist 3 Minuten und das ist genau der Schlüssel auch jetzt zu unserem Konzept. Wir nutzen diese Zeit für eben eine Schnellladung. Mit einer Ladeleistung von 600 Kilowatt können so die Busse, immer wenn sie beim Bahnhof kommen, in diesen 3 Minuten laden. Und das reicht gerade, um den Strom, den sie verbraucht haben, auf ihrer Runde wieder nachzuladen. Vorteile: Wir haben eine einzige zentrale Ladeinfrastruktur. Wir haben eine gute Stromerschließung und Verbindung zum Rheinkraftwerk. Und es gibt uns eine große betriebliche Flexibilität. Einerseits für die Fahrplangestaltung, wie aber auch für die Liniengestaltung. Schluss natürlich, was resultiert, es ist auch eine sehr gute Wirtschaftlichkeit. So weit, so gut, sieht einfach aus. Ist es aber, es ist natürlich nicht eine einfache Busbeschaffung wie gehabt. Nein, einerseits geht es um eine neue Antriebstechnologie, muss man kennenlernen, und andererseits sind da doch einige Bauprojekte mit verbunden für die Ladeinfrastruktur. Wir sind also bereits schon mitten in der zweiten Frage, im Vorgehen oder eben auch wie die Änderungen, die wir dazu brauchen. Wir können sagen, der politische Prozess und startete sehr früh, mit einem Elektrifizierungskonzept 2017 und einer Beschlussfassung vom Stadtrat mit 33-1 Stimmen hatten wir einen klaren Auftrag. Ich möchte jetzt nachfolgend vor allem noch auf 3 weitere wichtige Veränderungsbereiche eingehen. Das eine ist sicher die Konzeption und Zusammenarbeit mit Planern und Behörden. Es sind zum Teil auch neue Themen, die man angehen muss. Es geht darum, auch große Komplexitäten abzustimmen, Etappierung vorzunehmen. Da ist Kommunikation gefragt und da ist uns sehr gut gelungen. Ich kann wirklich sagen, die Unterstützung der Politik, wie aber auch der Fachstellen und Abnahmestellen, war hervorragend. Und ich bekam enormen Rückenwind und wirklich große Bereitschaft eben auf gute und schnelle Lösungen. Und ich sage dann immer, Schaffhausen ist genügend groß, um eben solche Projekte zu stemmen, aber auch genügend überschaubar, um zu guten Entscheidungen zu kommen. Ein weiterer Punkt ist die Einbindung der Bevölkerung. Unser Projekt und auch die Elektromobilität findet hier auf der Bühne, auf der Schaubühne statt, vor der Öffentlichkeit. Darum war es eben wichtig, von Anfang an Presse und auch Öffentlichkeit mitzunehmen und zu informieren. Wir hatten einerseits einen Pilotbetrieb mit auch Wahlmöglichkeiten und Feedbackmöglichkeiten der Fahrgäste. So konnten die Holzsitze ausgewählt werden. Kurz danach gab es eine Volksabstimmung. Und das hat eben wirklich 2 Dinge gebracht. Das eine, wir konnten so die Bevölkerung sehr gut informieren. Zum zweiten war das aber ein klarer Auftrag an uns im Projekt und jetzt auch an unser Projektleitungsteam, diesen Auftrag jetzt umzusetzen. Sehr wichtig ist natürlich auch der Betrieb und die Chauffeure. Das ist das wichtigste Arbeitsmittel und auch im Kontakt natürlich mit unseren Fahrgästen. Mit unserem Projekt ist klar, bringen wir auch bestimmte
Ja, Neues und Stressfaktoren, sei das die Baustelle im Depot oder im Bahnhofstraße. Dann gibt es natürlich auch der neue Antrieb, Batteriestand, man muss den Ladearm anfahren am Bahnhof. Das sind natürlich zusätzliche Stressfaktoren oder auch zusätzliche Fähigkeiten, oder die eben ein Chauffeur dann mitbringen muss, neben seinem normalen Fahrplan und Fahren. Wir haben aber auch sehr gute unterstützende Faktoren, die uns helfen. Das eine ist der Bus. Der fährt sich einfach super. Da haben wir auch von den Chauffeuren wirklich begeisterten Feedback. Es ist ähnlich wie wenn man einen Tesla fährt. Es ist einfach der Elektroantrieb, der enorm gutes Fahrgefühl gibt. Wir haben die Fahrerkommission eingebunden mit Spezifikationen, mit auch Überprüfungen und Feedback für Verbesserungen. Und schlussendlich ist natürlich auch die Fahrerschulung enorm wichtig. Es braucht nicht viel, aber es sind trotzdem bestimmte Handgriffe, auch neue Systeme, die man eben kennenlernen muss. Besonders möchte ich auch eben die Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und unseren Schlüsselpersonen in unserem Betrieb hervorheben. Die Unterstützung war von allen Abteilungen querübergreifend war ausgezeichnet und hat uns enorm geholfen, dass wir eben auch das bisherige wirklich erreichen konnten. Ich komme zur dritten Frage. Wie ist die Zusammenarbeit mit Irisar? Das werden wir oft gefragt. Irisar ist noch wenig bekannt und liegt auch auf den ersten Blick nicht gerade in der Nähe, aber wenn man genau hinschaut, geografisch, ist es gar nicht sehr weit weg. Aduna liegt im Baskenland im Norden von Spanien. Diese Region hat auch ähnlich wie die Schweiz eine große industrielle Tradition und Erfahrung. Und so hat sich eben gezeigt in der Ausschreibung, Irisar hat mit der Technologie, mit der Erfahrung und dem Angebot ganz klar aufgeschwungen bei der Evaluation. Zudem haben wir mit Irisar die Busse und Ladeinfrastruktur aus einer Hand, was uns als Kunde natürlich auch vieles vereinfacht. Wir haben schon gesagt, das Projekt ist nicht einfach eine einfache Busbeschaffung und so sind wir auch aufgestellt. Wir haben ein firmenübergreifendes Projektleiterteam von vier Projektleitern von Irisar, Ferrostal, die uns im Konzept und jetzt beim Serviceaufbau mit Irisar unterstützt haben und zwei interne Projektleiter bei VBSH. Wir arbeiten dann zusammen mit der Technik oder sind die Bauherren mit unseren ausführenden Firmen im Bau. Wichtig für uns war auch eine schrittweise Einführung. Wir begannen mit zwei Bussen. Wichtig ist das Lernen. Wir wollen genau verstehen diese neue Technologien. Wir wollen natürlich hinschauen, testen. Wir haben auch umfangreiche Prüf- und Abnahmeverfahren. Jetzt muss natürlich einerseits das Konzept funktionieren. Wir haben gesehen, wir sind darauf angewiesen, dass wir auf die perfekte Ladung in diesen 3 Minuten am Bahnhof, dass wir den ganzen Tag fahren können. Aber auch Details müssen stimmen. Sei dass das eben die Spezifikation und deren Ausführung dann auch wirklich praxisgerecht ist, dann das Sicherstellen der Swiss Standards und Swiss Finish, sei das bezüglich Karosserie, Korrosionsschutz, Verkabelung, Innenausstattung von Boden, Verkleidung und Handläufe und so weiter. Man kann sagen, sobald die Busse hier waren, war die Zusammenarbeit enorm spannend und es wurde konkret. Wir hatten Busse in der Hand. Wir konnten dann direkt mit dem Engineering und der Produktion von Irisar eben Dinge angehen. Wir hatten sehr gute Unterstützung auch vor Ort durch Servicetechniker und auf Management-Ebene haben wir ein sehr großes Commitment von Irisar. Das soll ja eine sehr gute Referenz nördlich der Alpen werden. Zusammenfassend kann man wirklich sagen, Irisar und VBSH sind nicht zwei Welten, sondern es sind zwei ergänzende Partner mit einer sehr guten Zusammenarbeit.
Wir haben Irisa mit einer langen Erfahrung im Bau von Bussen. Jetzt ist Irisa E-Mobility, welche eben mit einer innovativen Technologie, mit jungen Ingenieuren ein sehr innovatives Produkt uns in die Hände geben. Wir sagen manchmal auch, das ist der Tesla für den öffentlichen Verkehr, aber eben europäisch. Dann wir als VBSH, wir haben die Erfahrung aus dem Betrieb. Wir wollen auch für unsere Fahrgäste einen störungsfreien und komfortablen Betrieb bereitstellen. Wir haben auch noch einen dritten Bereich, die ganze Bau- und Elektroplanung, wie dann auch die Baufirmen, wie die Bauführung, Ausführung, das war lokal. Das sind lokale Leute, die eben die lokalen Verhältnisse und auch Behörden kennen. Ich möchte zum Schluss nochmals auf das Zitat von Franz Kafka zurückkommen. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Ja, wir gehen unseren Weg, Schritt für Schritt, per Bus, elektrisch und mit Batterie- und Schnellladetechnologie. Besten Dank für Ihr Interesse.